Ja, Elias Refinement. Der ein oder andere hat es vermutlich schon irgendwo mal gehört. Wie wir gerade schon gehört haben, es entstand bei der letzten DevConf. Da gab es von Oliver Samuila und Dennis Straßner einen Workshop mit dem wunderschönen Namen A Nice Little Bugfix Release. Und darauf baute dann quasi das unsere Refinement Group auf. So. Und in den kleinen Vortrag hier heute wollen Florian und ich euch einmal erzählen, was wir jetzt eigentlich so gemacht haben in der letzten Zeit und wie wir vorgegangen sind. Aber vorab erstmal, worum es eigentlich nochmal ging. Und zwar bei der Elias Refinement Group, mein Gott, haben wir versucht, mit Blick auf Mentes zu gucken, welche Issues, die dort gemeldet sind, tatsächlich in dem Sinne noch existieren. Das heißt, alle, die schon mal auf Mentes waren, haben vielleicht gesehen, dass da echt viele Bug-Reports liegen und teilweise auch sehr alte. Beispielsweise irgendwelche Fehler, die unter 5.2 oder so gemeldet wurden. Kann ja sein, dass die in Elias 7 überhaupt nicht mehr vorkommen. Und genau das war eben quasi unser Ziel, dass wir mal gucken, welche von den Fehlern gibt es überhaupt noch und die dann entsprechend zu aktualisieren bzw. zu schließen. Das hat zum einen dann den Vorteil, dass Mentes quasi aufgeräumt wird, aber das war gar nicht so sehr unser Hauptaugenmerk, sondern uns war es eher ein Anliegen, den Maintainern auch Arbeit abzunehmen. Also das heißt, dass wir quasi schon mal die Fehler, die sich von alleine gelöst haben in der Zwischenzeit, aus dem System als, naja, rausschmeißen, in Anführungszeichen eben als gelöst markieren, damit da sich niemand mehr dran setzen muss, um festzustellen, ach Mensch, gibt es ja gar nicht mehr. Genau, so, das heißt, da haben wir uns dann in den letzten Monaten dran gemacht und wir, möchte ich hier auch einmal ganz kurz nennen, wer jetzt wir eigentlich sind, weil das sind natürlich nicht nur Florian und ich oder Olli und Dennis, sondern sind ein paar Hochschulen und Unternehmen, die da in den letzten Monaten aktiv mit beteiligt waren. Und das sind dann, naja, unter anderem der Elias-Verein, Data Bay, CAT, Uni Bern, die Hochschule Luzern und die Technische Hochschule Köln. Hier mal so nebenbei, ihr könnt auch noch mitmachen, falls ihr noch mitmachen wollt. Genau, so, das heißt, ich habe jetzt also vor, erst einmal kurz zu erklären, was wir so genau gemacht haben mit den alten Issues auf Mentes. Und Florian erzählt euch dann, was wir schon geschafft haben bisher. Und so schaut das aus. Wir haben uns allen Bug-Reports auf Mentes gewidmet, die quasi älter sind als Elias 6, also alles, was zu 5.4 und abwärts gemeldet wurde. Und haben da drei verschiedene Vorgehensweisen gehabt, abhängig davon, von welchem Bug-Report wir hier jetzt quasi sprechen. Und zwar haben wir manche geschlossen, dazu gleich mehr. Dann hatten wir eine Mail-Methode, da dürfte vermutlich der ein oder andere von euch ein paar Mails bekommen haben in den letzten Wochen. Und dann gibt es noch aktuell, da sind wir auch noch bei, das manuelle Überprüfen. So, und jetzt mal einmal in etwas detaillierter. Was bedeutet schießen? Wir haben die Bug-Reports oder die offenen Issues, die zu Elias 5.2 und älteren Versionen gemeldet wurden, geschlossen. Und zwar ist das jetzt am Dienstag geschehen. Wir haben auch Bug-Reports geschlossen, die mit einer ID unter 21.000 gemeldet wurden. Es gibt nämlich einige Bug-Reports, die keine Produktversion man kann ja so Daten eintragen und da eben, wo keine Produktversion war, da haben wir gesagt, okay, 21.000 könnte in etwa hinhauen, die ID. Alles, was älter ist, wurde vermutlich zu älteren Versionen als 5.2 gemeldet und die haben wir jetzt geschlossen. Das waren insgesamt 436 Bug-Reports, die jetzt am Dienstag geschlossen wurden. Und da haben wir uns eben gedacht,
ab einem gewissen Punkt können wir uns ältere Bug Reports auch einfach nicht mehr angucken. Das wäre sonst zu viel. Wenn das tatsächlich noch Fehler sind, die auch heute in Ilias 7 noch auftauchen, dann müsste man den Bug Report eben einmal wieder neu eröffnen. Das war so unsere Vorgehensweise für die ganz Alten. Für die nicht ganz so Alten, quasi die, die unter 5.3 gemeldet wurden, haben wir die Mail-Methode angewandt. Und die Mail-Methode fing damit an, dass wir vor, müssten jetzt etwas über 4 Wochen gewesen sein, haben wir alle Bug-Reports, die eben zu Ilias 5.3 waren, mit einem Kommentar versehen und den Status auf Feedback gesetzt und gesagt, hier muss jetzt die Version hochgesetzt werden, wenn der Bug noch unter Ilias 7 auftritt. Wenn nicht, wird er geschlossen. Und wenn nichts passiert, wird er nach 4 Wochen beziehungsweise jetzt am Dienstag geschlossen. Genau. Ich muss mal kurz meine Notizen durchlesen. Wir haben zudem auch die Versionslosen, wenn wir sie mal so taufen wollen, mit dieser Mail-Methode kommentiert quasi. Das heißt, ich hatte ja eben einmal kurz eingeworfen, bei den 5.2ern wurden auch die mit einer geringeren ID als 21.000 geschlossen und jetzt mit der Mail-Methode haben wir auch alle mit einer höheren ID als 21.000 kommentiert. Ebenso wie die 5.3er, also auch da mit bitte Version hochsetzen bzw. ergänzen. Die haben wir allerdings jetzt noch nicht geschlossen, also keine Sorge, weil das sind in der Regel auch Bug-Reports, die zu neueren Versionen sind und deshalb wurden die noch nicht geschlossen oder sollen auch nicht geschlossen werden. So, um hier jetzt noch ein paar Zahlen reinzuwerfen, von den 5.3er-Issues wurden 105 jetzt am Dienstag noch manuell geschlossen, von insgesamt 234, die wir mit dieser Mail-Methode kommentiert haben. Die anderen wurden jetzt nicht geschlossen, weil sie eben beispielsweise vorher schon manuell hochgesetzt wurden von den Reportern oder Maintainern oder weil sie in der Zwischenzeit schon manuell geschlossen wurden und so weiter. Genau, es waren jetzt also jetzt am Dienstag noch 105 offen, die nicht an der Produkt, also wo die Produktversion in den letzten 4 Wochen nicht angepasst wurde. Genau, die haben wir jetzt geschlossen. Auch da gilt, wie bei den 5.2ern, wenn der Bug dennoch nach wie vor auftauchen sollte, dann müsste man das halt einmal wieder neu eröffnen. Und bei den Bug-Reports ohne Produktversion sind 181 immer noch ohne Version. Hier einmal ganz kurz der Hinweis. Das könnten welche sein, die manuell gemeldet wurden. Das heißt, wenn ihr feststellt, oh, ich habe die Produktversion noch gar nicht eingetragen, könnt ihr das sehr gerne noch nachtragen. Ist aber auch ein Punkt, dem wir uns vielleicht zukünftig nochmal genauer widmen müssten, weil wir davon ausgehen, dass das auch viele sind, die aus dem Test-Rail herauskommen. Also das heißt, durchs Testing automatisch in Mantis geschubst werden, wo dann die Produktversion quasi fehlt. Das müsste man, das ist immer vielleicht irgendwie für zukünftige Testphasen mal überlegen oder so. Auf jeden Fall haben wir 294 Bug-Issues gehabt, die Bug-Issues, Bug-Reports gehabt, die ohne Produktversion waren und davon sind jetzt noch 181 ohne Version. Aber da sie alle über einer ID von 21.000 liegen, reden wir jetzt auch nicht unbedingt von den ganz alten. So, und dann kommen wir zu den aktuellsten, denen wir uns jetzt in unserer Group gewidmet haben, und zwar den 5.4ern. Das sind insgesamt über 500 Bug-Reports gewesen auf Mantis. Ilias 5.4, die Maintenance läuft ja jetzt oder ist jetzt ausgelaufen. Das heißt, genau, da wollten wir uns jetzt auch einfach dieser Liste einmal widmen und gucken, was davon besteht, auch noch in Ilias 7.
Und das ist die große Liste, der wir uns jetzt tatsächlich manuell widmen. Das heißt, wir haben das so gemacht, wir haben eine Datensammlung auf der Test Elias 7 Instanz uns angelegt, wo jeder Bug Report, also über 500 Einträge, je Bug Report ein Eintrag sozusagen liegt. Und die gehen wir jetzt tatsächlich alle durch und gucken, ob es diese gemeldeten Fehler auf der Test 7 noch gibt, ob die reproduzierbar sind. Wenn ja, dann setzen wir in dem Bug Report die Produktversion hoch auf Elias 7, also eben auf die aktuelle Version, wo auch jetzt gerade die Testversion drauf läuft. Und wenn sich das mittlerweile gelöst hat und nicht mehr reproduzierbar ist, dann schließen wir den Bug Report auf Mantis, um so eben die Maintainer auch zu entlasten und zu gucken, was davon ist tatsächlich noch relevant und was nicht mehr. Das heißt, unser großes Ziel ist es, dass wir bestenfalls auf Mantis nur noch die Issues finden, die unter Elias 7 und auch unter Elias 6 noch vorhanden sind und alles andere bestenfalls einfach gar nicht mehr drauf ist und wir damit aufgeräumt haben und unterstützen konnten, hoffentlich. Genau, bereits vollständig untersucht haben wir übrigens so etwas wie den Blog, die Content-Page, das Dashboard, den Page-Editor, das Main-Menu, Usability-Bugs haben wir auch überprüft. Das heißt, alles, was so da unter 5.4 gemeldet wurde, haben wir quasi schon überprüft. Das heißt jetzt nicht, dass die Bugs schon gelöst sind alle, aber wir konnten sie eben von 5.4 auf 7 hochsetzen oder eben schließen. Genau. Background Task und Bibliographic List Item, was auch immer, das habe ich gerade ehrlich keine Ahnung, was das ist. Literaturverzeichnis. Ah, danke. Das ergibt Sinn. Genau. Die haben wir schon überprüft. Und die anderen sind noch offen. Und von wie vielen wir da jetzt eigentlich reden, das erzählt euch jetzt Florian. Genau. So, zunächst mal, welche Komponenten waren da eigentlich betroffen? Ihr seht das in der Grafik. Ich habe alles, was unter 10 Tickets war, unter Other zusammengefasst. Das ist aber trotzdem immer noch der größte Teil. Das heißt also, da sind sehr viele Komponenten mit kleinen Fallzahlen beteiligt. Ansonsten haben wir drei relativ große gehabt, nämlich Test and Assessment, Course Management und Exercise. Die Zahlen seht ihr jeweils in den Segmenten. Daneben, Alina, wenn du mal eins weitergehst, müssten jetzt auch noch Zahlen dazu kommen, der Schweregrad und die Reproduzierbarkeit. Da sieht man eigentlich so das klassische Bild, nämlich der allergrößte Teil waren eben kleinere Fehler. Und was vielleicht auch auffällt, bestimmte Schweregrade tauchen gar nicht auf, weil wir bestimmte rausgelassen haben, wenn es nur um Text ging oder es trivial war oder Tweak war, dann haben wir das vollständig ignoriert. Und die Bug Reports waren zum allergrößten Teil eben so gemeldet, dass es immer reproduzierbar ist. Gehst du bitte eine Folie weiter. So, insgesamt haben wir bislang 30% untersucht. Seht ihr hier in der ersten Grafik. Von diesen, du kannst gerne weiterklicken, haben wir dann mehr als die Hälfte als gelöst markieren können. Ja, also so insgesamt, ja genau. Und was wir schließlich auch gemacht haben, war diese 30% nochmal mit einer Priorität zu versehen. Nicht Priorität, wie wir sie in Mantis eintragen, sondern einfach aus unserer Sicht, wie wichtig ist das eigentlich, dass man das nochmal angeht. Das sind so die Arbeitsergebnisse insgesamt. Das heißt, wir haben quasi 15% jetzt schon vollständig abgearbeitet. Das Ganze haben wir jetzt auch, ich hoffe, du hast die Folien drin gelassen, auch nochmal ein bisschen aufgedröselt.
Okay, mach mal zweimal nach unten, bitte. Genau, ja. Beim Kurs haben wir also, sind wir relativ weit gekommen. Deswegen zeige ich es auch auf der Folie und nicht, was im Test und Assessment ist, weil wir da sehr viel schlechter dastehen. Da sind wir also schon bei über der Hälfte, die wir untersucht haben. Davon bei rund der Hälfte haben wir als gelöst markiert und davon eben ein ganz großer Teil mit hoher Priorität von unserer Seite auf so einer dreistufigen Skala markiert. Jetzt noch mal eine Folie weiter, bitte. Ein anderer Punkt war die Übung. Da stehen wir sogar noch besser da. Wir haben fast alles untersucht. Die Mehrzahl davon ist bereits gelöst und die Prioritäten verteilen sich so mittelmäßig. Und jetzt habe ich noch eine letzte Folie, wo ich dann nochmal ausgewertet habe. Glaube ich jedenfalls, dass wir die noch haben. Also ich habe Nein, keinen. nee, also alles klar. Nee. Nee, dann war es das im Prinzip. Wir arbeiten natürlich weiter daran. Das heißt, wann immer jemand von uns Zeit hat, nimmt er sich aus der Datensammlung so ein Ticket, versucht das nachzustellen, und reagiert dann eben, je nachdem, wie die Situation ist, auf unterschiedliche Weise. Entweder das Ganze wird als gelöst markiert bei uns und in Mantis, oder wir bitten um Feedback, oder wir nehmen vielleicht auch in Angriff, wenn es für etwas eher einen Feature-Request bräuchte oder wenn Funding gebraucht würde. Ja, und es sind natürlich alle herzlich willkommen, das noch zu machen oder dabei noch teilzunehmen. Ich muss sagen, dass ich selber mir eigentlich vorgenommen hatte, hier viel mitzuarbeiten, aber ich bin ja zugleich auch jemand, der seit sehr langer Zeit selber Bug Reports schreibt und deswegen sind bei mir unglaublich viele eingetrudelt, die jetzt eben auf geschlossen gestellt wurden, welche, die wir auch gar nicht behandelt haben, die zum Teil noch älter waren. Deswegen war ich voll auf damit beschäftigt, die auch noch mal anzuschauen, also sozusagen mein Privatspaß. Ja, das sind unsere Ergebnisse bislang. Wir Genau. hoffen, dass wir bald noch höhere Zahlen da melden können. Genau. Ich würde jetzt ganz gerne einmal Olli kurz dazu aufrufen, noch seinen Part beizutragen. Okay, jetzt hab ich sozusagen die Höhe eines kompletten Parts bekommen. Ich gucke mal, ob ich hier einfach noch per Kamera reinkomme. Reichen auch ein paar Sätze. Ja, also alle in der Community sind das ja, glaube ich, gewöhnt, dass irgendwann dieser Klingelbeutel-Moment kommt und dann mein Gesicht irgendwie damit mal wieder auftaucht, um das so ein bisschen zu entschlacken. Die beiden haben das ja gerade schon erzählt. Wir machen das natürlich aus verschiedensten Gründen, um Ressourcen zu schonen, Ressourcen zu entlasten, um die Arbeit, die schon gemacht wurde, auch wertzuschätzen, gerade wenn ich an das Reporting auch von Issues denke und, und. Und das, was wir jetzt momentan tun, ist ja eben genau dieser freiwillige dokumentarische und Forensikanteil daran. Wenn wir aber Issues, die noch da sind, und Florian zeigt das ja gerade auf der Folie jetzt auch gerade noch, beackern wollen, dann wird irgendwann der Moment kommen, wo man dafür eigentlich auch noch mal Geld in die Hand nehmen sollte, insbesondere wenn die Sachen schon schlichtweg auch sehr lange, sehr alt so sind, wenn es sich vielleicht auch einfach um Usability-Issues handelt, und, und. Und deswegen habe ich zwar auch schon beim Beirat sozusagen vorgetanzt und dafür geworben, dass wir auch zur finanziellen Unterstützung dafür dann diese Issues ausräumen zu lassen, entweder durch Maintainer oder aber auch durch zwei Entwickler im Sinne von Pull-Requests eben auch am Ende des Tages Funding suchen werden. Und das sozusagen als Analogie zu diesem Klingelbeutel am Ende nur mit der Tätigkeit des Aufräumens und des sozusagen auch Auftragens, was ist vielleicht wie wichtig, was wir werden das in der Arbeitsgruppe versuchen, an verschiedenen Kriterien festzumachen und dann Maintainer anzusprechen. Davon ist es aber irgendwie nicht getan. Es wird am Ende irgendwann nochmal jemand Entwicklungsleistung erbringen müssen. Und wir sind da natürlich zum einen darauf angewiesen, dass Ressourcen überhaupt frei und verfügbar sind bei ganz vielen Maintainern und natürlich damit auch auf deren Mitarbeit mindestens schon im Sinne, diese Ressourcen freizuräumen. Aber eben auch, dass jetzt nicht nur mit einem Issue, was vielleicht seit 4, 5 Jahren mal immer so ein bisschen gestört hat, das jetzt alles
ja, vor die Tür geschüttelt zu bekommen und zu sagen, so, jetzt fix das doch mal bitte alles, sondern möchten das eben gerne dann auch entsprechend mit Finanzierung hinterlegen. Ich glaube, das war jetzt das, was du mit meinem Part meintest. Ein bisschen Werbung machen. Jawohl. Ich habe den Chat jetzt nicht verfolgt eben. Okay, da gibt es ein Meld von Mirko. Bitte. Genau, ich höre mal auf zu tippen. Ich habe gedacht, sprechen ist einfacher. Was ich vorhin schon in den Chat reingeschrieben habe, das ist so ein bisschen rausgerutscht. Wenn ich einen Bug, beziehungsweise heißt ja nicht Bug, sondern Issue, melde, gibt es ja dieses Feld Produktversion. Da hatten wir ja ein bisschen schon darüber diskutiert. Das Feld Produktversion ist aber nicht verpflichtend. Also wenn ich da nichts eintrage, dann wird da nicht gemeckert. Das wäre vielleicht, wenn es jetzt darum geht, dass es jetzt nicht irgendwie einen Hinderungsgrund gibt, wo es Fälle gibt, wo es sinnvoll wäre, dass man keine Produktversion angibt, wäre es doch da vielleicht gerade für solche Aufräumprozesse sinnvoll, dieses Feld verpflichtend zu machen, dass es gar nicht möglich ist, ein Issue abzuschicken, wenn keine Produktversion eingetragen ist. Das wäre eine Anregung. Die andere Frage, die ich mir stelle, dieser Aufräumprozess ist sicherlich, oder wie ich das jetzt erfahren habe, sehr arbeitsaufwendig und sehr viel manuelle Arbeit. Es war sinnvoll, super und gut, dass da jetzt alte Relikte jetzt ausgeräumt wurden. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob es nicht möglich ist, in Mantis so eine Art Automatismus zu implementieren. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine Version, eine Ilias-Version nicht mehr supported wird, derzeit die 5.4, dass man dann irgendwie das so einstellen kann, dass vielleicht nach einem gewissen Ablauf von einer gewissen Zeit sämtliche Issues, die halt zu einer nicht mehr supporteten Version gehören, automatisch auf Feedback gestellt werden, sodass automatisch quasi diese Mail Prozedur sozusagen angestoßen wird und alle, die jetzt diese Issues reported haben, dazu eben aufgefordert werden, da nochmal drüber zu gucken, ob das jetzt in einer noch supporteten Version weiterhin existiert. Weil die Tatsache ist ja die, wenn jetzt eine Version nicht mehr supported wird, also eine 5.4, dann werden ja auch gar keine Bugfixes mehr gemacht. Also wozu soll man die dann noch aufbewahren? Also da so ein Automatismus, die auf Feedback zu stellen, dann können die nochmal geprüft werden und wenn die dann eine gewisse Zeit auf Feedback sind, dass die dann auch dann automatisch geschlossen werden. Ich meine, die Option, die wieder zu öffnen, existiert ja immer auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen Beitrag. Ich fand es gerade ganz witzig, genau diese Überlegung gab es tatsächlich auch jetzt schon mit Fabian Wolf, noch gar nicht in der Working Group, sondern quasi bisher nur zwischen ihm und mir, glaube ich. Da wollte ich beim nächsten Treffen wollte ich das vorstellen. Dass es nämlich genau irgendwie zukünftig irgendeinen gewissen Automatismus gibt, der auf wie auch immer, auf welche Kriterien auch immer achtet und dann, dass wir eben jetzt nicht jedes Jahr oder alle 2 Jahre oder so einmal so eine große Aktion starten müssen, sondern dass das immer peu à peu nebenbei so ein bisschen mitläuft quasi. Also tatsächlich, bestenfalls. Florian? Ja, ich möchte nur für den Fall darauf hinweisen, dass es durchaus auch Issues gibt, deren Reporter gar nicht mehr aktiv sind. Das müsste man dabei dann bedenken. Genau, und bezüglich der Versionsnummer gibt es auch Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Da hatte Fabian Wolf jetzt auch gerade noch was in den Chat geschrieben. Wow, da ist jetzt noch viel mehr im Chat gelandet gerade. Genau, also wir sind auch da, was das angeht, auch dabei zu gucken, ob wir das zukünftig als Pflichtfeld machen oder nicht, aus genau diesen Überlegungen heraus, dass wir auch da nicht zukünftig irgendwelche Issues vor uns haben und niemand weiß, zu welcher Version ist das hier jetzt eigentlich gerade gemeldet oder zu welcher nicht.
Ich glaube, das nächste Meld gehört Stefan. Ja, ich glaube auch. Nur so eine Rückmeldung. Ich weiß, Automatismus tönt irgendwie super sexy, so frei nach dem Motto, etwas anderes macht's dann. Ich glaube aber, dass wir nicht unterschätzen dürfen, was wir auch dadurch gewinnen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Also ich glaube, ich weiß, es ist mühsam, ich weiß, es ist viel Arbeit. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, das regelmäßig zu machen. Dann müssen wir nämlich nicht so riesen Brocken aus der Welt schaffen. Aber ich glaube nicht, dass es mit Automatismen getan ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Arbeit machen, damit wird uns, ist eine Arbeit gut, es ist gut investierte Zeit, die unser Produkt am Schluss besser macht. Matthias ist der Nächste, glaube ich. Ja, also natürlich plus ein zu dem, was gerade gesagt worden ist, auch das von Stefan. Also es ist schon wichtig, sich die Bugs anzugucken. Ich will aber trotzdem mal ein bisschen hier Spielverderber spielen. Wenn halt eben nach 2 Jahren nach der Meldung eines Bugs, der dann quasi automatisch auf Feedback gesetzt wird, ich ihn mir dann wieder angucke und sage, ich tritt immer noch auf, dann können halt eben auch durchaus nochmal 2 Jahre vergehen, bis ich dann wieder ein Feedback-Nachricht bekomme. Das heißt, wir haben mit diesen Automatismen ja nicht das Problem gelöst, dass die Bugs letztendlich zu lange im Mantis liegen. Und das halt eben auch für die Entwickler dass die Entwickler zu wenig Zeit haben, investieren können. Die machen es nicht unbedingt aus bösem Willen. Aber dass wir halt einfach da nicht die Ressourcen haben, dass die Bugs in einigermaßen kurzer oder überschaubarer Zeit gefixt werden. Da werden wir auch mit solchen Mechanismen und so etwas nichts ändern können. Es gibt dann immer wieder mal Projekte oder wenn dann zum Beispiel so Refactorings gemacht werden oder wenn halt eine Revision einer Komponente angegangen wird, da weiß ich, dass die Entwickler sich dann auch durchaus alte Bugs nochmal herauskramen, die halt eben oftmals auch vielleicht konzeptionelle Probleme hatten und das bei der Gelegenheit angehen. Deswegen haben wir auch immer Bugs stehen gelassen und nicht gelöscht für Versionen, die eigentlich schon gar nicht mehr benutzt wurden, weil ja der Code, der da genutzt wird, sich eben auch vielleicht dann über Jahre hin nicht geändert hat. Das heißt, das Problem, das vor, weiß ich nicht, 5 Jahren existiert, auch heute noch existiert. Klar, das würde man jetzt sehen, identifizieren über die Überprüfung, dass man sagt, ist es auch noch in 7.6 da. Aber man darf sich jetzt nicht der Hoffnung hingeben oder sagen wir mal jetzt den Trugschluss machen, dass man sagt, okay, wenn es jetzt für 7.7x nochmal reportet wird, dann wird es ja quasi übermorgen gefixt. Also so ist es halt leider nicht. Und eben, ja, letztendlich sehe ich eigentlich nur eine Chance, dass wir aus diesem Dilemma rauskommen, dass wir einfach mehr Contributors haben, die eben auch mal einen Pull-Request stellen, um einen Bugfix zu machen, damit halt das nicht alles immer nur bei den Entwicklern landet, die ja auch noch neue Features entwickeln sollen und die ja momentan jetzt ja auch gerade jetzt im letzten Jahr mehr oder weniger, also einige zumindest durch Refactorings komplett blockiert waren. Das muss man halt leider einfach sehen. Wie gesagt, ich wollte jetzt kein Spielverderber sein, ich finde die Initiative super, nur nimmt es uns und allen nicht krumm, wenn dann die Bugs in 2 Jahren leider immer noch da sind. Nehmen wir nicht krumm, denke ich. Wir versuchen halt einfach die Spreu vom Weizen zu trennen und zu schauen, was wirklich nicht mehr aktuell ist und was es noch weiterhin ist. Das ist auch auf jeden Fall gut. Und man muss auch sagen, es ist halt auch manchmal so, auch das kann man gut verstehen, es wird dann ein Maintainer fixt, vielleicht entdeckt selber einen Fehler, indem es gar nicht bewusst ist, dass es dazu einen Mantis-Report gibt und kann ihn deswegen nicht schließen oder ist sich gar nicht bewusst, dass er da mit einem Fix auch gleich noch 2 andere Probleme behoben hat, zu denen es Mantis-Reports gibt. Deswegen finden wir oft genug sowas wie, kann man nicht mehr reproduzieren oder fixed in the meantime, also Florian und ich mit als und Hans-Jörg, all die quasi, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Mantis-Bugs zu verantworten haben, kennen das sehr gut. Deswegen ist es, das sage ich ja, es ist nicht, versteht mich nicht falsch, es ist eine super Initiative, es ist super gut es gibt einem auch nochmal den Blick darauf, dass man, okay, was ist da so
vielleicht auch nochmal eine Gewichtung, vielleicht auch nochmal einen Anstoß, dass man sagt, oh, jetzt habe ich da 5 Fehler, die sind ganz über einen mehreren Zeitraum von mehreren Monaten, Jahren, über so einen ganz ähnlichen Blick, da muss man doch mal, komm, dann lass uns mal irgendwas machen und dann setzt man vielleicht dann auch nochmal was in Bewegung und organisiert vielleicht was Geld und macht nochmal irgendwas. So gesehen, alles super gut, nur was ich halt, ich will jetzt nicht die Erwartungshaltung wecken, dass man sagt, nur durch diese Phase haben wir jetzt quasi nächstes Jahr bugfreie Releases oder es ist mit einem Schlag alles, ne? Das wird halt, und so gesehen sind auch so Automatismen mit Mantis und so, klar, die sind ein bisschen eine Hilfe, aber das Entscheidende, das größte Problem ist einfach, wir brauchen mehr Leute, die Issues lösen und wie, ob das jetzt Source Code ist oder Bezeichner oder was auch immer, alles ist gewollt, alles ist willkommen. Haben wir noch ein Meld? Ja, ich habe da noch ein Meld drinstehen. Ich will vielleicht ein bisschen auf das eingehen, was Matthias gesagt hat. Es war ja am Anfang dieses Projekts schon klar definiert, dass wir nicht mit der Erwartung herangegangen sind, dass wir plötzlich zu einem bugfreien Elias kommen durch diese Arbeit. Aber wir sehen natürlich jetzt hier, dass man einiges schließen konnte. Man sieht, dass einiges noch aktuell ist. Es wurde ja jetzt auch versucht, im Beirat hier Mittel zu akquirieren, um auch bezahltes Bugfixing zu haben. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Reporter von Issues gerne auch eine Rückmeldung haben sollten. Und wenn wir halt dann Sachen finden, die jetzt sehr lange offen sind und immer noch aktuell sind und es dann überhaupt keine Reaktion darauf gibt, warum der Bug nicht behoben ist, sei es jetzt Zeitmangel, sei es, weil Funding fehlt oder so, dann ist das natürlich auch irgendwie anstrengend. Wir wissen, dass wir zu wenig Entwicklerkapazität haben, aber dann muss man auch zumindest mal eine Rückmeldung geben und sagen, an was es denn scheitert. Oder ist es überhaupt ein Bug oder wird das eher als Feature gesehen? Und solche Dinge verfallen ja auch oft bei der Masse an Reports, die wir haben. Und auch wenn man jetzt nicht jeden Bug als Entwickler sofort beheben kann, eine Rückmeldung innerhalb einer gewissen Frist oder eines Zeitraums wäre schon hilfreich, und ihn ja nicht irgendwie 4 Jahre liegen zu lassen ohne Reaktion. Das kann halt auch nicht sein, weil dann fühle ich mich von vornherein einfach irgendwie veräppelt als Reporter, sondern kann einfach sagen, oh, dann melde ich halt einfach keine Rückmeldungen mehr oder melde einfach gar nichts mehr, sondern ignoriere es einfach oder ich suche mal einen Inhouse-Entwickler, der mir dann irgendeinen schmutzigen Patch schreibt und die Community fällt halt hinten runter, weil es bringt ja sowieso nichts, das in Mantis einzustellen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Von daher, und auch die Lösung über Pull-Requests, dann muss man aber auch als Entwickler, wenn sich nichts tut oder man selber keine Ressourcen hat und dann schon einen Pull-Request zur Verfügung gestellt bekommt, dann auch mal die Pull-Request annehmen oder zumindest dann öffentlich kommunizieren, warum man einen Bugfix nicht akzeptiert, an was denn scheitert, und dann nicht einfach sagen, oh, nö, passt mir nicht, den PR zumacht und den Bugfix auch links liegen lässt wieder. Das sind auch Themen, die man da nicht unangesprochen lassen sollte. Die beobachten wir durchaus auch. Also von daher, wir haben Hoffnungen mit diesem Projekt voranzukommen und auch allein, um mal die Last oder die Dinge zu identifizieren, die schon sich einfach so gelöst haben. Und alles andere sollte dann ein Grund sein, darüber weiter zu sprechen. Soweit von meiner Seite. Fabian hat sich gemeldet. Ja, ich hoffe, man kann mich hören. Kann meinen Vorrednern eigentlich nur zustimmen. Ich würde an der Stelle auch mal gerne betonen, dass wir, glaube ich, dann nachhaltig aus diesem Projekt was haben, wenn wir es wirklich schaffen, dass mit einem gewissen Funding in den Entwicklungsprozess von Elias zu generieren. Ich bin erstmal ganz böse und sage bisher, ein Elias-Release wird finanziert durch neue Features. Das sehen wir ja auch an anderen Stellen. Dann haben wir sowas wie PHP 8 Refactoring, was erstmal kein neues Feature darstellt, was auf einmal sehr viel Geld kostet. Und das kriegen wir irgendwie immer wieder gewuppt. Sowas wird uns immer wieder begegnen. Da haben wir ja auch schon mal darüber diskutiert, in unterschiedlichsten Kontexten, Projekten,
dass wir dafür eigentlich ein ständiges Budget bräuchten, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, damit man nicht dann immer mit dem Klingelbeutel der Oliver rumlaufen muss, oh, PHP 9 kommt, wir müssen mal wieder alles refactoren, hat keiner irgendwie dran gedacht, haben wir bisher nicht eingeplant, wir brauchen 500.000 Euro. In einem kleineren Rahmen ist dasselbe mit Elias Refinement für mich. Ja, man kann sich immer mit dem neuen Feature beschäftigen und dafür entsprechend Auftrag annehmen, und das ist ja auch völlig legitim. Aber es wäre natürlich toll, wenn wir irgendwie sagen könnten, wir finanzieren, zumindest für die Bugs, die jetzt wirklich nerven, die auch eben Funding benötigen, haben wir immer ein gewisses Budget vorrätig, mit dem wir dann bei den nervigen Sachen auch an den Maintainer rantreten können, sagen können, hier, wir nehmen jetzt lieber mal das in das Release auf, jetzt beschäftigen Sie sich mal 2-3 Tage mit dem Fix von dem Problem, machst das sauber, statt irgendein kleines Feature zu programmieren, was Elias dann noch größer macht und potenziell noch weitere Probleme einbaut. Also ein bisschen weniger Feature-Flut, mehr Qualitätssicherung vernünftig an der Ecke. Das ist, glaube ich, so ein grundlegendes Problem. Habt ihr jetzt auch keine Lösung für, aber irgendwie, das wäre etwas, was nachhaltig wäre, wenn man das irgendwie schaffen würde, sagen zu können, das soll die Maintainer nicht entlasten, aus ihrer Verpflichtung grundsätzlich Fehler zu beheben, aber das sehe ich auch nicht, dass sie das sich da irgendwie freiwillig weigern. Aber genau wie Matthias da sagte, man wird irgendwann feststellen, oh, wir haben hier so ein größeres Ding, das sind immer 5 Issues zum selben Thema eigentlich, irgendwie ist da Funding nötig, und das wollen wir jetzt endlich mal wegmachen, damit sowas dann eben nicht 4 Jahre lang liegen bleibt oder 5 und der Reporter 10-mal angeschrieben worden ist in der Zwischenzeit. Dann würde ich am Schluss noch was gerne dazu sagen. Wir versuchen ja nicht nur diesen grünen Teil des Kuchens irgendwie immer größer zu kriegen, sondern wir versuchen auch Komponenten möglichst mal abzuschließen, sodass wir sagen können, okay, bei Exercise gibt es jetzt nichts mehr, was unklar ist. Das können wir bei sehr vielen Komponenten auch durchaus im Rahmen unserer Gruppe super machen. Es gibt aber natürlich Spezialthemen. Das ist beispielsweise sowas wie Shibboleth, CAS, Setup oder auch LTI. Also wenn jemand überlegt, eventuell sich, wenn auch vielleicht mit einem kleinen Zeitanteil nur bei uns zu beteiligen, dann suchen wir, glaube ich, vor allem auch nach solchen Spezialisten, die sowas relativ einfach mit ihren vorhandenen Mitteln und ihrer vorhandenen Infrastruktur retesten können. Das wäre mir ein Anliegen. Vielen Dank für den Hinweis, das stimmt. Momentan haben wir ja noch, dadurch, dass wir auch noch recht viele von den 5 Vierern noch nicht untersucht haben, ist das momentan so ein schönes Rosinen rauspicken. So. Momentan können wir noch sagen, ach, das untersuche ich jetzt mal und ach, den lasse ich liegen. Irgendwann haben wir da nur noch die unschön gammeligen Rosinen und die leckeren sind raus. Und dann wird das keinen Spaß mehr machen. Aber genau solche Themen, ja, bleiben halt bisher komplett liegen. Von daher, wenn jemand da die Mittel hat und auch schon auf Elias 7 ist, weil das ist ja auch, das bringt uns das, glaube ich, nicht so viel, wenn das jemand auf Elias 5.4 testet, weil davon wollen wir ja weg. Genau. Nee, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.